Die Jesus-Christus-Echse. Sie mag entspannt wirken, vollbringt aber gleich ein ziemliches Wunder. Jetzt wird's spannend. Jetzt läuft diese Echse mit einer Geschwindigkeit, gucke ich gleich mal nach, von 100 Stundenkilometern übers Wasser. Übers Wasser. Deswegen ist auch der Name Jesus-Christus-Echse berechtigt und ist schon faszinierend. Diese Bilder sind so eindrucksstark, dass man wirklich sagt, so wow, die Natur hat schon sehr viel zu bieten, muss man schon sagen. Wir müssten mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern rennen, um das zu schaffen. Der Jäger kommt. Zeit zu gehen. Wir müssten mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern rennen, um das zu schaffen. Bald rennt auch so schnell, oder? Dieser Hirschkäfer sucht das perfekt zu ihm passende Weibchen. Und er glaubt, sie im Wipfel dieses Baumes zu finden. Nach allem, was er durchgemacht hat, scheint sie nicht sehr beeindruckt.